Einen wunderschönen guten Morgen, ihr süßen Herzensmäuse da draußen. Hi, wei, wei, wei. Ich habe 10 Minuten der Passion gestern live geschafft. Jetzt versuche ich das Ganze mit euch zu schaffen. Ich habe aus Fremdscham abgeschalten. Also von daher, stellt euch mal drauf ein, das werden jetzt sehr bissige, sehr böse Kommentare von mir werden. Ne? Das ist natürlich Humor, schwarzer Humor, ganz dunkler Humor. Und da müsst ihr nicht gleich die Polizei rufen. Aber jetzt geht es los mit der größten Geschichte aller Zeiten in Kassel. Leute, ich sitze jetzt hier schon, glaube ich, eine Viertelstunde. Gut, ich habe jetzt die ganze Zeit mit Ramon geschrieben, aber irgendwie, ich traue mich nicht, das Ding zu starten. Aber gut, es nutzt nichts. Wir schauen jetzt da rein. Herzlich willkommen hier auf dem Friedrichsplatz in Kassel. Willkommen zur Passion. Die Ostergeschichte als Musik-Live-Event. Die letzten Tage im Leben Jesu Christi. Wir erzählen sie in moderner Form, mit modernen Popsongs, in einer modernen deutschen Großstadt. Hier in einer modernen deutschen Großstadt, ja, das stimmt, ne? Kassel, was weiß ich jetzt noch über Kassel? Ich war auch schon in Kassel und ich muss sagen, naja, Kassel ist irgendwie, ob es jetzt da ist oder nicht, ne? Also es tut mir leid für alle Kassler da draußen, ne? Aber es ist jetzt nicht so der Hotspot irgendwie. Und okay. Ja, modern. Was ist an Kassel modern? Die Documenta, ne, die doch auch ganz krass antisemitisch aufgefallen ist. Kassel erwecken wir ein 2000 Jahre altes Geschehen zu neuem Leben, um zu spüren, dass große Emotionen nicht einzuteilen sind in modern oder altmodisch. Sie sind nicht jung oder alt. Emotionen sind ewig. Das heißt, meine Emotionen sind nach dem Tod weiter da. Ich bin heute Ihr Erzähler. Lassen Sie sich berühren von der größten Geschichte der Menschheit. In den Hauptrollen als Jesus Ben Blümel, als Judas Jimmy Blue Ochsenknecht. Hat er genau die richtige Rolle gekriegt, ne? Wenn jetzt natürlich noch zum Beispiel Jelis mit Snow die Passion gestern geguckt hat, dann hat Snow, glaube ich, mehr ihren Vater gesehen in Minuten als im Real Life. Als Petrus, Timo Oelker, Pilatus, Francis Fulton Smith. Und Maria, Jesus' Mutter, ist Nadja Benaissa. Als Sänger, Joey Heindle, Stefanie Hertel, René Casselli, Larissa Marold und viele mehr. Okay, also sorry, ich sitze auch noch im Bademantel mit Kaffee da, also lasst euch da nicht stören. Ne? Ich habe gedacht, ich muss da direkt ran. Die Passionsband kommt aus Mannheim und der Passionschor aus Osnabrück. Und viele Prominente haben gesagt, da möchte ich dabei sein. Freuen Sie sich auf viele Stars mit überraschenden Auftritten. Aha. Ich habe vorhin etwas vollmundig verkündet, die Ostergeschichte sei die größte Geschichte der Menschheit. Hat er neue Zähne bekommen, dass er so lispelt? Das ist wahr. Aber warum? Weil sie seit 2000 Jahren die Menschen in ihren Bann zieht? Weil sie das Fundament des christlichen Glaubens ist? Vielleicht auch deswegen. Vor allem aber ist die Passion die größte Geschichte der Menschheit aus einem ganz anderen Grund. Es ist ihre Geschichte. Ihre Geschichte zu Hause. Ihre Geschichte vor Ort, hier in Kassel. Es ist auch meine Geschichte. Ihre Geschichte hier in Kassel und vor Ort? Unser aller Geschichte. Sie handelt von Freundschaft, von Liebe, von Verrat, Leiden und Vergebung. Sie handelt vom Tod und von der Hoffnung. Und wenn Sie mal kurz in sich hineinhören, werden Sie spüren, das alles macht Sie aus. Freundschaft. Liebe, Verrat, Leiden, Vergebung, Tod. Und die Hoffnung, dass wir, ob in Freude oder Schmerz, nie alleine sind, wenn wir jemanden brauchen. Naja,
Das würde ich jetzt aber mal so nicht unterstreichen. Jeder von uns wird bedingungslos geliebt. Oh, und jetzt geht's schon los in Kassel. Wissen Sie, was ein Bevölkerungsmittelpunkt ist? Das ist der Punkt, von dem aus alle Bewohner durchschnittlich die kürzeste Anreise haben. Aha. In Deutschland ist der Bevölkerungsmittelpunkt nicht weit weg von diesem Platz. Wenn wir also alle ein großes Treffen veranstalten würden, wäre Kassel der beste Ort dafür. Also wenn, nein. Nein. Na klar, die Kassler hier. Da, die Kassler, ja, die sind schon richtig erleuchtet. Aber leider sind wir gerade sehr weit weg von einem Familientreffen. Die Gesellschaft driftet mit beängstigender Geschwindigkeit auseinander. Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und die Klimakrise bedrohen unsere Gesellschaft. Manche befürchten Bevormundung, einen übergriffigen Staat oder eine Meinungsöko- oder Gesundheitsdiktatur. Früher gab es noch den Ofen, um den abends alle saßen, sie stritten und wieder versöhnen. Ich habe Fußbodenheizung, zählt es auch? Heute hört kaum noch jemand zu. Heute wollen viele nur noch meinungsstark senden, aber nicht mehr empfangen. Kassel ist auch die Stadt der Brüder Grimm. Ja. Die eine Sammlung alter Märchen erstellten, die am Ofen erzählt wurden. Unsere Geschichte heute ist kein Märchen. Sie ist so oder so ähnlich wirklich geschehen. Aber sie hat wie das Märchen das Potenzial, die Menschen wieder zueinander zu bringen. Und auch das ist eine Lehre Jesu. Lassen Sie sich uns nicht danach suchen, was uns trennt, sondern nach dem, was uns eint. Ja, das ist ein guter Satz, Hannes, aber ja, sag das mal. Ja, soll sich jeder mal vielleicht auf die Fahne schreiben, aber gut, okay. Gehen wir weiter. Unser Bevölkerungsmittelpunkt heute ist RTL. Genau. Und Kassel soll unser neues Jerusalem sein. Ja, ich glaube, Jerusalem war damals etwas hübscher als Kassel heute, oder? Jesus okay, und seine Freunde erreichen jetzt in diesem Moment die Stadt. Natürlich nicht wie damals auf einem Esel, sondern pünktlich mit der Deutschen Bahn. Aber was? Okay, wir sind, nochmal, wir sind in Kassel, Gebrüder Grimm, Märchen, Deutsche Bahn, nur dass wir jetzt auch den Zusammenhang haben, ne? Das Fest in Jerusalem ist die Party des Jahres. Ja. Aus dem ganzen Land kommen Menschen angereist, um zu feiern. Und in diesem Jahr kommen sie auch, um einen Mann zu sehen, von dem man sich erzählt, er könne Kranke heilen, Streit schlichten und Frieden stiften. Er ist ein Star, der Mann der Stunde, er gilt als Messias. Die Begeisterung der Massen für Jesus ist den religiösen Führern und der römischen Besatzungsmacht verdächtig. Es riecht nach Aufruhr und Revolution. Und es stimmt, Jesus ist ein Revolutionär. Ja, okay. Also das war jetzt mal so die Einleitung, ja, die haben wir uns jetzt auch mal ganz gegeben. Da habe ich dann abgeschalten danach gestern. Und jetzt habe ich Angst, weiter zu gucken. Ihr wisst, wegen den Musikrechten kann ich die Songs natürlich nicht so zeigen, wie sie da gesungen werden. Aber ich werde versuchen, ein paar Sekunden immer reinzubringen, nur dass ihr das schon mal gleich im Vorfeld wisst. Und guckt mal, wer da sitzt. Jesus! Jesus! Erbarme dich! Das ist Jenny Elvers, die da sitzt. Jesus! Psst. Sei still. Sei still. Das hat Yasin, als er sie durchgebömst hat, bei The 50s auch gesagt, sei still. Was willst du? Ja, das würden wir auch gerne wissen. Was möchte denn Jenny Elvers? Was soll ich für dich tun? Dass ich sehen kann. Gott, war das schlecht. Dass ich sehen kann. Ey, endlich, Leute, wir haben die Erklärung. Sie war blind bis jetzt, bis gestern Abend war sie blind. Weshalb sich dann auch erklärt, warum sie mit Yasin ins Bett gestiegen ist. Danke, RTL. Du sollst sehen können.
denken. Du sollst sehen können, auch wenn du Wimpern draufgeklebt hast, ja, die im Grunde, mit denen du paragliden könntest. Glaube hat dich gerettet. Komm. Also entschuldigt, Leute, das ist echt. Wie schlecht spielt denn Jenny Elvers? Geh. Jesus lässt Blinde wieder sehen und Lahme gehen. Und Dumme wieder denken. Dem ist kein Instagram-Profil mit ausschließlich Urlaubsbildchen, Sonnenaufgängen und bunten Cocktails mit Schirmchen. Ah, die Cocktails mit den Schirmchen, ja. Mist, das habe ich jetzt noch nicht. Also warum bin ich denn in keiner Bar gewesen, wo es Schirmchen gibt? Die könnten auch alle ein Schirmchen jetzt vertragen und wahrscheinlich auch einen Cocktail. Jeder von uns hat ein Kreuz zu tragen. Ja. Von dem die anderen vielleicht keine Ahnung haben. Genau. Und alle anderen tragen ein Kreuz, von dem wiederum wir keine Ahnung haben. Aha. Jeder von uns hat seine eigene Geschichte. Und einige dieser Geschichten wollen wir Ihnen erzählen. Das ist auch schön. Schaut mal hier, ne? Guckt mal, die zwei Süßen. Die sind ganz, also, wenn das keine, also, hier, das bestimmt Messdiener. Am Kongresspalais startet unsere Prozession. Aha, okay, ich mag Prozessionen. Dort tragen Menschen aus Kassel und ganz Deutschland ein über 6 Meter großes Kreuz hier in Richtung des Friedrichsplatzes. Und unsere Reporterin Angela Finger-Erben wird sie begleiten. Gibt's die Stunde danach? Angela, seid ihr unterwegs? Wir sind noch nicht unterwegs, Hannes. Nein, wir sind noch nicht unterwegs. Wetter passt gerade nicht so richtig, ne? Aber wir ziehen natürlich gleich los. Die Atmosphäre ist hier wirklich atemberaubend. Hier ist extra eine Kapelle gekommen. Alle Menschen haben gerade zusammen gesungen. Das war so schön, trotz Regen. Das ist uns hier egal. 600 Menschen sind gekommen, weil alle gerne das Kreuz tragen wollen. Und es ist auch gut so, dass so viele gekommen sind. Es ist nämlich ganz schön schwer. 230 Kilo wiegt das Kreuz und 18 Menschen werden das Kreuz immer gleichzeitig tragen. Wir werden natürlich ein bisschen rotieren, weil wir haben 3 Kilometer bis zu euch. Und auf dieser Strecke werden uns die unterschiedlichsten Menschen ihre Geschichte erzählen. Es geht um, ja, zerplatzte Träume, um Lebenswünsche, um... Um ganz vieles, ja. Und es ist auch egal... Die Männer, die das tragen, ne, das ist keine Ahnung, wie schwer das jetzt nochmal war, dieses Kreuz, ne, soll jetzt einfach mal da stehen und die Last auf ihren Schultern richtig spüren, ehe wir hier loslegen. Ne? Um Schicksalsschläge, um Gebete, die erhört worden sind. Und diese Geschichten sind alle echt sehr emotional. Und da freue ich mich jetzt richtig. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt unsere Prozession, dass wir auch pünktlich mit dem Kreuz zu euch kommen. Wo ist eigentlich Olivia Jones hier? Es fehlt nur noch so, es fehlt jetzt nur noch so eine Brezen und eine Maß, ne? Und irgendwie fehlt Kiwi, oder? Los. Also, das ist so, das ist Kassel, ne? Also, das ist Kassel, da habe ich mal eben noch die, keine Ahnung, die Bravo auf dem Kopf und so läuft man da rum, wenn es regnet, ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nicht jeden Nächsten. Und zwar alle Nächsten. Nein. Die Aussätzigen, die Zöllner und Wucherer, die Prostituierten. Die Zöllner, die Aussätzigen und die Prostituierten. Also bei Aussätzig fällt mir Mike Zies ein, ja. Bei Prostituierten, oh nee, da wird die Liste jetzt aber lang. Nein. Und genau das ist die unbequeme Botschaft. Alle. Das sind eben auch die von der Gesellschaft Geächteten und Verstoßenen, die Enttäuschten, die Abgehängten, die Ungeimpften, die Wutbürger, die Querdenker, die Klimakleber genauso wie die Protestwähler. Jetzt hat er aber mal zusammengefasst. Das ist ja ein politischer Rundumschlag hier, Hannes. Wow, krass, ne? Puh. Jesus liebt sogar die treuen Kirchgänger. Oh, die gibt's noch, ja? Okay. Erstaunlich.
was wollte ich jetzt kurz sagen, ja? Ich habe auch schon mal Geld bekommen für sexuelle Dienstleistungen einmal, ja? Und gar nicht wenig, aber ich habe es gar nicht. Es lag dann halt einfach da. War auch okay, war ich aber noch jung und brauchte das Geld. Hey. Genau so läuft's. Dass sie Mola da dazu gesteckt haben, ne? Ja. Wer ist in der neuen Welt Gottes der Größte? Hey. Hey, hey. Kind? Nein, nein, Kind, bitte, Kind, nicht in meine Nähe, ja? Das, ein Prinzip, ja? Ne? Denn es war eigentlich Samenraub. Herr Judas, wer der Erste sein will, muss der Letzte von allen werden und allen anderen dienen. Und wer ein Kind wie dieses aufnimmt und sich dabei auf mich beruft, der nimmt mich auf. Ja. Wer wie dieses Kind wird, jetzt noch, jung und unbedeutend, der ist der Größte im Himmelreich. Für wen halten die Menschen mich eigentlich? Einige sagen, du bist Johannes der Täufer. Andere halten dich für den Propheten Elia. Manche sagen, ein anderer der alten Propheten sei auferstanden. Und für wen haltet ihr mich? Also ich würde halt mal sagen, für Jesus, oder? Meister, du bist der neue Messias. Meister Jesus. Oh, Meister Jesus ist auch, das ist auch neu. Auch schön. Nur wundervoll. Jetzt sind sie übrigens auch losgelaufen. Volle Menschen auf jeden Fall. Neben mir ist jetzt Kevin. Kevin, du bist aus Kassel hier. Kevin, oh, ich finde, alle Kevins haben irgendwie ein bisschen Hau weg, ja, aber gut. 33 Jahre alt und auch du hast natürlich dein Kreuz zu tragen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich merke schon, es ist auch wirklich schwer im Moment. Du sagst aber, du willst nicht nur über den Glauben reden, sondern auch Gutes tun. Was machst du denn Gutes? Genau, also ich bin im Jahr 2013 bin ich zu Jesus gekommen. Ich habe in der Bibel gelesen und ich, ja, die Worte der Barmherzigkeit, die haben mich halt total angesprochen, dass wir den Armen helfen sollen, dass wir vergeben sollen, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Und das mache ich in meinem Leben. Das hat mich begeistert. Das setze ich um in der Stadt und genau, habe ein Übergabegebet gesprochen, was mein Herz komplett verändert hat. Also ich bin ein komplett neuer Mensch. Dadurch kann das Kreuz ist echt schwer. Genau. Ja, und ich setze mich für die obdachlosen Menschen in der Stadt ein. Das finde ich gut, dass er sich für Obdachlose einsetzt. Seit 2013 probiere mich auch politisch ein bisschen stark zu machen für die Verbesserung des Kälteschutzsystems in Kassel. Das ist die einzige Stadt, die keinen Kältebus hat. Kassel ist wirklich eine der einzigsten Städte oder der wenigsten Städten in Deutschland, die keinen Kältebus hat. Und ja, das ist mir halt ein Herzensanliegen, das werden anführen. Genau. Ja, das ist ein gutes Anliegen. Wenn ich den jetzt so auf der Straße sehen würde, würde ich eher denken, der hängt sonst in der Shisha-Bar ab. Aber vielleicht macht er da ja auch Bibellesungen, man weiß es nicht. Gott gefunden, okay. Und habe festgestellt, mir geht es gut, ich bin glücklich, tue viel für andere Menschen. Und alles, was ich tue, ist vom Herzen. Und das kann ich nur jedem auch auf dem Weg mitgeben. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass du eine Gestalt gesehen hast. Und diese Gestalt war für dich tatsächlich Gott. Ja, ja. Und die Ärzte konnten das auch quasi bestätigen, dass alles gestimmt hat, was du in deiner Vollnarkose gesehen hast. Ja. Was hat sie, wie hat es in der Vollnarkose, Entschuldigung, in der Vollnarkose gesehen, ja? Da ist man doch komplett weg. Also, oder? Was sieht man da? Also die Oberärztin, ich hatte das aufgemalt und festgehalten. Und also alles in Vollnarkose? Und dann habe ich ihr das erzählt, weil ich gedacht habe, ich spinne. Und die hat das bestätigt, auch ja, was sie gesagt haben und wo sie gestanden haben. Das sind Gänsehaut-Momente. Ich werde ja noch so viele Menschen treffen und wir melden uns gleich wieder. Okay. Ich finde es auf der einen Seite ja sehr schön, wenn man, ich bin ja auch sehr spirituell, also ich glaube, aber gut, jetzt in Vollnarkose habe ich das erste Mal gehört, ich habe von Nahtoderfahrung gehört, aber jetzt so in der Vollnarkose eine Erscheinung zu bekommen, okay, ich war auch selber schon in Lourdes, ja, muss ich sagen, das ist für mich ja auch ein durchaus sehr wichtiger Kraftort und also mehrfach und ja,
Aber jetzt bin ich so ein bisschen wieder perplex, okay. Kalmund, okay, Rainer Kalmund. Das Pessachmahl wird vorbereitet. Jetzt bin ich auch mal auf den Sederteller gespannt, Leute. So, bitteschön, hier 5 Ciabatta-Brote und noch dazu 2 Frutti di Mare Pizza. Das ist kein Pessach, das ist nicht, das ist kein reichen, Seder. Oder? Dankeschön. Saures, bitteres, süßes, salziges. Wieso hat Rainer Kalmund eigentlich ein Mikro, wenn er gar nichts sagt? Ja, für mein... Wir haben ihm einfach mal ein Mikro gegeben, ja, dem Kalli. Aber besser ist schon, er sagt nichts, ne? Okay, ich kann euch helfen, ihn zu schnappen. Was bietet ihr mir? Oh, das ist also der Verrat. Was bietet ihr mir? Das ist ja ohnehin, nachdem er ja schon von Natascha Ochsenknecht das PayPal-Konto mehrfach geplündert hat, die Frage aller Fragen. Was bietet man einem Jimmy Blue Ochsenknecht? So soll es sein, so kann es bleiben. So soll es sein, so kann es bleiben. Okay. Jetzt wird's aber future-mäßig. Das ist doch nicht Kassel, oder? Das ist das Kassel, ja? Okay. Hogwarts ist also in Kassel. Die Stunde ist da. Steht auf. Seht doch. Aufstehen. Der mich verrät, ist auch schon da. Seht doch, der mich verrät, ist auch schon da. Eine Zeile, die kann sich dann auch die kleine Snow mal merken. Kann sie nachsprechen. Oh, da kommt aber jetzt aber hier jetzt. Jetzt kommt das SEK, ne? Bumm, da steht er. Dramatisch. Ganz dramatisch. Wir müssen da mal ein bisschen den Ton wegmachen, weil ich weiß nicht, wie das mit den Musikrechten aussieht. Oh, die Jünger. Sei gegrüßt, Meister. Mein Freund, dazu bist du also gekommen? Von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich. Oh, da habe ich jetzt aber Gänsehaut, aber das ist keine gute. Der Judaskuss. Nein! Nein, Jesus! 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 Okay, das war jetzt also der ganze Verrat. Den haben sie aber schön dramatisch inszeniert, ne? Jesu Verhaftung schlägt hohe Wellen. Oh nein, das haben die Kinder geheult dabei. Es wird eine Gerichtsverhandlung geben. Oh bitte, bitte, bitte lasst jetzt Barbara Salisch kommen. Dieser Mann wird ein skandalöses Urteil sprechen. Ach Mann. Die Todesstrafe für einen Unschuldigen. Wie wird Maria auf diese grausame Nachricht reagieren? Wir werden es erfahren. Untergehen? Oder wählt er den bequemen Weg, den des Feiglings? Wie würden wir handeln, wenn es mal brenzlig wird? Was ist, wenn man wirklich mal einstehen muss für seine Überzeugungen und der Gefahr von Konsequenzen? Artismut kann jeder. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde heute Nacht in Gethsemane der beliebte, aber auch umstrittene religiöse Lehrer Jesus von Nazareth verhaftet.
Es gibt noch keine offizielle Stellungnahme der Behörden, aber sobald es Neuigkeiten gibt. Also, Moment, die stehen jetzt da im Dönerimbiss und Pina Atalay, warum man nicht Jan Hofer wird sich geweigert haben, verständlicherweise, spricht dir die Nachrichten, ja? Sind Sie bei uns natürlich immer am besten informiert. Du bist doch aus Galiläa. Gehörst du nicht auch zu diesen Jesus-Leuten? Was? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. War Petrus nicht mal Petrus der Felsen? Wie soll man auf diesen Felsen seine Kirche bauen? Eindeutig. In wenigen Minuten betritt ein Mann die Bühne, der das alles noch verhindern könnte. Aber er wird seine Hände in Unschuld waschen. Pontius Pilatus. Bei Hände in Unschuld muss ich natürlich unweigerlich an Mike Zies denken, der ja auch permanent seine Hände in Unschuld wäscht, ja. Ist Mike Zies vielleicht nächstes Jahr der Pontius Pilatus? Selbstgerechtigkeit, während Petrus von Zweifeln und Ängsten getrieben ist. Aber wer von uns zweifelt nicht manchmal an sich, an seinen Werten, an seinem Glauben, an seinem Gott, wie immer er auch heißen mag? Auch die Menschen in unserer Prozession haben bewegte und bewegende Geschichten. Ja. Bräuchten dem Kaiser keine Steuern mehr zu zahlen. Ich höre auch, du bist der König, der uns die Herrschaft streitig machen will. Stimmt das? Bist du der König? Du sagst es. Du wurdest mir überstellt! Justus Gott, legt mich aber wach. Hörst du nicht, was sie alles gegen dich hervorbringen? Also, bist du der König? Du sagst es. Okay, also auch so dieses, ja, ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen sehr cringe. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn sich alles in Kreisen bewegt, dann gehst du links, dann geh ich rechts und irgendwann kreuzt sich der Weg. Okay, also ich meine, singen tut er ja gut, der Ben, ne? Das kann man ja eben jetzt nicht abstreiten. Wenn wir uns wiedersehen. Bis wir uns wiedersehen. Ist, werde ich einen Gefangenen begnadigen. Und ihr werdet mir sagen, wer das sein wird. Ich glaube, also ohne dass ich jetzt spoilern möchte, aber ich glaube, es war nicht Jesus. Da ist zum einen Jesus, euer König, der zu mir gebracht wurde. Obwohl ich nicht wirklich verstehen kann, was er verbrochen hat. Oder Barabbas! Ein Krimineller! Ein Revolutionsführer! Ein gemeiner Mörder! Ja, soll ich wirklich Barabbas freigeben? Das haben die vorher aber auch alle auf den Zettel bekommen, sind alle instruiert worden, das jetzt zu schreien. Ne? Und also Kassel, also Gotteskinder in all ihren Verzerrungen. Also gut, ihr habt entschieden. Lasst ihn frei. Okay, war der Falsche. Das ist wie wenn man Titanic guckt und dann auch, und da will ich ja auch irgendwie wenig spoilern, aber das Schiff geht unter. Und die Achillessehnen ins Kreuz reingeschlagen. Oh.
Das hat aber schon sehr eindrucksvoll Pumps dargestellt. Und dann wurde das Kreuz aufgerichtet. Da hat jemand gelacht, habt ihr das gehört? Aber weil man an den Armen hängt, fällt einem das Atmen schwer. Und nur wenn man sich auf diesen Nagel, der zwischen die Beine durchgeschlagen wurde, aufstützt, war es möglich, den Brustkorb ein klein wenig anzuheben und zu atmen. Aber schlussendlich haben einen die Kräfte verlassen und man ist ganz langsam gestorben. Oft über Tage. Man ist qualvoll und langsam erstickt. Boah, das ist natürlich schon echt brutal, das so darzustellen, aber ich meine, das, so war es halt auch, ne? Wunder geschehen. Wunder geschehen. Schön, dass jetzt auch noch ein Nena-Song kommt, ne? Hat er ja am Eingangs erwähnt, dass es auch alles Gottes Kinder sind, ne? Die Schwurbler. Wenn Sie am Horizont einen leichten, rosigen Schimmer sehen, dann ist Ostern. Es ist kein Zufall, dass Ostern und der Frühlingsanfang oft zusammenfallen. Es kann ein Sonnenaufgang nach der Osternacht sein. Es kann ein Schneeglöckchen sein, ein Vogelzwitschern. Der Schrei eines neugeborenen Babys oder einfach das Lächeln eines geliebten Menschen. Immer dann erwacht neues Leben. Und wenn es soweit ist, dann denken Sie an diese Geschichte. Sind Sie bereit für Ostern? Liebe ist alles. Liebe ist alles. Love always wins. Wir halten fest, lassen los, wollen nicht allein sein, suchen Trost. Doch es gibt einen, der dir bleibt. Bedingungslos für dein ganzes Leben. Ja, das war die Passion. Also ich finde es ja erstmal auf einer Seite ja ganz gut. Mir ist es ist aber nicht meine Art. Da gucke ich mir jetzt lieber König der Könige an oder die größte Geschichte aller Zeiten, also irgendeinen schönen Monumentalfilm, als jetzt diese Version. Und ja, ihr merkt, mir fehlen die Worte. Ich bin nicht so in Passion, ja? Sagen wir es mal so. Das haben ja auch viele gesagt, oh, Passion kommt, ja? Nein, Passion. So, jetzt wünsche ich euch erstmal hier mit schöne, frohe Ostern, ja? Heute am Gründonnerstag. Morgen gibt es kein Let's Dance, ja? Tanzverbot an Karfreitag, das kennen wir. Nächste Woche gibt es da wieder Content. Aber ich habe mir jetzt noch ein bisschen was in petto. Und jetzt würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Gucken und wie hat es euch gefallen? Schreibt das in die Kommentare. Ciao.